Im Jahr 1956 wurden die ersten BMW 503 als Coupés und Cabrios an den Kunden ausgeliefert. Im selben Jahr wie auch der große Bruder der BMW 507. Die zeitlos klassisch schönen Fahrzeuge stammen aus der Feder des Designers Albrecht Graf Görz. Eines der ersten von insgesamt nur 139 zwischen 1956 und 1959 gebauten BMW 503 Cabrios ist das hier gezeigte Fahrzeug. Die fein geschwungene sportliche Karosserie des 503 ruht auf einem Vollschutzrahmen. Die vorderen Halbachsen werden an jeweils zwei Dreieckquerlenkern geführt, die auf Nadeln gelagert sind, was eine besonders feinfühlige Federung zur Folge hat. Ungewöhnlich ist aber auch die Anordnung der Stoßdämpfer, die keinerlei Geräusche überträgt. Mit dem um 355 mm längeren Radstand gegenüber dem 507er Modell war der BMW 503 auf Langstrecken erheblich komfortabler. Der Frontmotor, der erste deutsche Nachkriegs-V8-Motor mit Leichtmetallblock, bringt 140 PS bei 4800 Umdrehungen in der Minute unter die Motorhaube und transportiert das Fahrzeug auf eine Spitzengeschwindigkeit von rund 190 km pro Stunde. Die Lenkradschaltung ist angenehm weich zu führen und passt hervorragend in ein luxuriöses Sportcabriolet. Verdeck- und Fensterheber funktionieren bei diesem Klassiker bereits hydraulisch, was den ultimativen Luxus der 50er Jahre entspricht. Das Cabriolet hat ein Leergewicht von 1500 Kilogramm und zeigt sich dennoch außergewöhnlich handlich. Die distinguierte Eleganz des 503-Modells sprach vor allem die High Society an. Politiker, Königshäuser und Schauspieler zählten zu der Käuferschicht, denn mit damals 29.500 D-Mark war der BMW 503 ein Fahrzeug der obersten Luxusklasse. In Sammlerkreisen zählt das BMW 503 Cabriolet heute zu den begehrten Objekten, auch wenn sie wegen ihrer Seltenheit geschont werden sollten.